auf das andere. Konsole kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ich plane so um die 700 € auszugeben. Ja, das wird sicher. Machst du Mikrofon oder mit Facecam? Stimmt, das wäre auch eine gute Frage. Ja, wie gesagt, mit Konsole ist es halt schon ein bisschen teurer der Spaß. So, wo müssen wir denn hin? Pa, pa, pa. Ey, ich habe keine Ahnung, bin ich jetzt zu doof? Ich sehe zwar hier, dass wir eine Rampe haben, aber dass wir hier hochkommen irgendwo? Nein. Nein. Kit, sprich zu mir. Sag mir, wo wir hin müssen, damit wir hier rauf können. Das sieht zwar schon für. Ah! Da war was, da war was. Irgendwas kommt gerade wieder. Irgendwas kommt wieder, ja. Hat sich jetzt zwei Milchschnitten übereinander gelegt und stellt sie ich nun mit geschlossenen Augen vor. Es wäre ein Käsekuchen. Es war auch geil. Zwei Milchschnitten. Beieinander. Danke, Kit. Mede, ich muss es erst. Nein, es muss erst meine Cam suchen und solange ich noch nicht meinen Schreibtisch habe, mache ich ohne, weil es mir peinlich ist, hinter meinem Schuhregal zu sitzen. Okay. Mitleidstränen kullern über die Augen runter. Was? Es geht ums Essen. Wie geil ist das denn? Ich habe es geschafft. Nein, Kit! Ich habe Kit geschrottet. Sowas hat Michael noch nie geschafft. So, wo waren wir jetzt gerade? Da hinten. Wir müssen da von den Boxen. Oder nicht da? Doch da. Da von der Seite. Auf den Boxen, auf das Haus, von dem Haus zu dem nächsten Haus. Von dem einen Haus in das nächste und dann dort irgendwie noch weiter rüber. Ah, jetzt aber. Wir müssen bremsen und nicht rückwärts gehen, das klappt besser. Brems. Schnief. Schniff, schniff, die Schneif. Der Schniffel, der Schnauf, Schnauf, Schnauf. So, jetzt sind wir hier. Und was machen wir hier? Gucken wir mal hier rüber. Das sieht doch schon gut aus, wenn wir da rüber sausen. Und dann von hier aus hier hoch. Papam. Und dann von hier aus darüber springen. Bringt das was? Oder müssen wir nochmal hier rüber? Hohoho, interessant. So. Wir probieren einfach hier mal rüber springen. Also nicht hier. Sondern auf der großen Fläche. Und dann lacht sie, aber warum? Hat auch keiner sonst. Okay. Ich reiche Audi langsam ein Taschentuch zum Trost. Was? Wegen der Käsekuchen? Wird nicht lange, nicht lange dauern, bis ich ein hab. Was ein hab? Bauen wir sowas selber. Was baust du dir selber? Ein Schreibtisch? Wahrscheinlich meinst du einen Schreibtisch, oder? Hoch mit dir, Kit! Ja. So. Frisch von vorne. Wo kommt der Abgrund? So. Ja, selber bauen ist besser. Audi Frodo nimmt das Taschentuch, steckt es in den Mund und stellt sich vor, es sei Sahne. Danke, Media. Mein Gott. Nein. Es ist nicht. Nein, es hat sich überhaupt nicht. Nein. War alles umsonst? Ja. So. Willkommen in meiner Welt. Ja, da werden Erinnerungen wach, dass wir damals auch hier schon ein kleines Problemchen hatten.
mit dem ganzen Herumgespringe. So. Hoch mit dir. Denn von hier aus können wir ja nicht rüber, nein. Doch! Wir können durch das Fenster, glaube ich. Wir probieren das jetzt einfach. Es sieht doch schon so offen aus. Ein Schreibtisch aus einer Küchenarbeitsplatte, okay. Klingt eigentlich schon interessant. Geh langsam weg vom... Was? Audi und fühle Formular für Audi aus. Für die Psychiatrie, lol. Okay. Ja, wer hätte denn mit dem gerechnet, dass wir hier durch können? Weil da drüben war also nur offen, damit wir runterfahren können. Okay. So, dann scannen wir das mal. Ich gehe langsam. Also. Ist Naturarbeit. Heißt das, du kannst es nicht scannen? Korrekt, mein Freund. Meine Sensoren können dieses magnetische Feld nicht durchdringen. Sieht doch sehr danach aus. Nein, kann es nicht. Es juckt mich in den Fingern hineinzugehen. Da hat er was zu verbergen, ja. Ja, wäre interessant, wenn du da reingehen könntest. Haben wir hier irgendwo noch was? Nein, es ist das einzige Gebäude da vorne noch. Wo bist du? Oh mein Gott, bist du jetzt wieder drüben? Du bist drüben. Natürlich bist du drüben. Wir sind jetzt hier umsonst reingesprungen, oder was? Okay. Okay, Spiel. Danke, Spiel. Guten Morgen. Wir sind hier rein, dass wir erfahren haben. Da kannst du nichts scannen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier wo raus können. Normal. Ohne, dass wir uns rausschleichen müssen. Nein, natürlich nicht. Wir müssen nochmal rüber. Und wie machen wir das am besten? Wir springen wieder von Ding zu Ding, oder? Hopp. So. Und hopp so. Und hüpf. Und jetzt von hier darüber. Boah, der Stream hängt bei mir gerade wie Ulle. Bitte was? Was für Leitung hast du? Keine Ahnung, ich müsste lügen. Hängt's wirklich gerade bei euch? Also bei mir zeigt es nichts an, dass es hängt. Wäre eigentlich interessant, welche Leitung ich habe. Gute Frage. Wartet mal kurz, ich guck mal schnell beim Computer, ob es wirklich was hat, weil du sagst, es leckt. Eigentlich eine gute und bisher keine Probleme gehabt. Das ist nicht der Stream, das sind die Drogen. Bei mir läuft's flüssig. Okay. Aber es kann auch von Twitch ausgehen, ne? Dass ab und zu mal was nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil in letzter Zeit klappt ja einiges nicht so rund. Oder funktioniert einiges nicht so rund eigentlich. So, scanne. Scanne. Kid. Das Haus steht für dir, du sollst scannen. Hallo? Jetzt vielleicht? Nein. Ah, interessant. Funktionieren deine Sensoren jetzt? Interessant, ja. Was ist denn? Muss vermutlich nochmal Cookies und. Im Stockwerk über uns befindet was? Sich. Good Insolution. Also ich? Okay. Ja, sollte man. Nein, nicht wegen Hängen. Bei mir ist nix. Ich meine wegen, ob meine reichen würde. Das ist eine gute, interessante Frage. Was hast denn du? Also ich streame mit um den 2000 MB. Sind es 2000 MB? Ich müsste lügen. 2000 irgendwas. Kilobit Upload mindestens. Sonst ruckelt's und sonst ist das Bild unscharf.
Bei Twitch einiges im Gange, ja, stimmt. Ich finde Twitch genial, also ich finde Twitch tausendmal besser als wie YouTube. Aber es ist halt ab und zu ein bisschen überlastet, ne? Wupp. Nein, natürlich nicht. Bin gleich wieder. Das macht dich gerade wahnsinnig. Okay, du bist gleich wieder da. Bis gleich, Audiophono. Audiophono, so. Der Name. Ich denke immer an Audio, weil Phono erinnert an Phon und Audio an Musikale. Also ja. Pop, pop, pop. Nochmal Speed. Und Speed. So, und alle guten Dinge sind zwei. Nein! Warum nicht? Hätten wir einfach daneben gerade ausspringen sollen? Ich habe eine 150.000er Leitung. Upload muss ich schauen, wie viele habe. Okay, weil es bringt nicht, wie viel das du downloaden kannst, sondern wie viel man uploaden kann. Das ist das Interessante. Also ich weiß es, dass ich eine extrem gute Leitung habe, weil wir damals gesagt haben, das ist das Beste, glaube ich, was es überhaupt gibt. Vor einem Jahr oder so. Wann war das? So, ich probiere es hier nochmal gerade aus. Hey. Mission erfolgreich, geil. Und weil man mit der Xbox One nämlich auch schauen kann, wie viel Upload man hat. Die überprüft das nämlich für einen, das ist nämlich genial. Tunnelvision, untersuche die verlassene Lagerhalle. Das haben wir gerade gemacht, oder? Mission, ja. Weil da bringt ja der Download leider überhaupt nichts, wenn der Upload nicht funktioniert, ne? So, wir gucken hier mal. Werde mal kurz nur schnell den Stream neu laden. Ob alles passt, so. Wird geladen. Es finden sich hier Spuren von Kerosin. Das stützt deine These, dieses Gebäude könnte als Auftankstation für den Helikopter gedient haben. Allerdings ist kein Helikopter mehr da. Okay. Mal sehen, was ich sonst. Hat nicht HDMI? Hatten wir HDMI? Ja. So. Wir suchen uns hier wieder durch. Stimmt, das war so irgendwie ein Hin und Her. Also hier durch. So. Der erste Teil. Okay, wir müssen da wieder drüber, drunter, keine Ahnung, mal gucken. Das wird zu wenig, das ist zu wenig. Und es schreit doch so schon, dass man da oben rein kann, oder? Jetzt gucken wir noch ganz rechts und sonst probieren wir es links. Pam, pam, pam. Ah, wir können da rein, okay. Der zu einem Montageschacht führt. Und die Größe ist ziemlich beeindruckend, Michael. Ich vermute, dass der Tunnel unterhalb des Meeresgrundes verläuft. Okay. Ja, offensichtlich in großen Dimensionen geplant. Lass uns sehen, wo der Tunnel hinführt. Wir sind gespannt. Na ja, stimmt. Michael, es ist eine Falle. Du solltest schon längst tot sein. Kehre um oder stirb. Wir sind entdeckt worden. In der Tat, Michael. Und durch den Alarm wurde die Flutung dieses Tunnels eingeleitet. Wir haben die Wahl. Umkehren oder weitermachen und riskieren, unter dem Meeresgrund zu verenden. Klare Antwort, Kid. Wir machen weiter. Keine Chance, Garth. Der Hesselhof. Die gute alte Säle. Die gute alte Haut. Mehr kann man da wirklich nicht sagen. Und jetzt wird's interessant, weil...